Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rocket League. Heute im Duo mit der Orca-Blase im Rank auf Rang Silber und wir schauen mal, ob wir mal wieder gewinnen können. Im guten Autofußball. Die muss ich haben. Habe ich auch. An der Wand entlang ziemlich blöd immer. Weil er mir da vorm Tor liegen bleibt. Und dann auch noch reingeht. Mist. 1-0 für den Gegner. Toxic Mai. Ja, den hätten wir klären können noch hier zusammen. Aber ich schub's meine Freunde leider an. Ja, blöd, ne? Na gut. 0-1. Aber wir kämpfen uns hoffentlich doch wieder zurück in dem Match. Der kommt gut auf mich, gut auf mich. Ich nehme ihn aber ziemlich beschissen. Schade. Weil der kommt gut vors Tor. Aber geklärt von ihm. Auch hier wieder vors Tor gespielt. Aber sie verteidigen auch nicht schlecht. Müssen wir ihn lassen. Jetzt sind wir wieder in der Defensive gefragt und haben beide richtig hart verschissen. Aber wenigstens kein Gegentor. Bei ihnen ist einer die ganze Zeit auf der Linie. Ich glaube, die spielen mit nicht festem Torwart. Also quasi einer ist die ganze Zeit hinten. Das heißt, wir müssen versuchen, den Torwart in Anführungszeichen aus dem Tor zu locken. Ah, Mann, schade. Aber der kommt wieder. Macht sie, jawohl. 1-1. Haben wir beim Klären den Ball vorne gehalten. Direkt vors Tor gespielt und dann macht sie ihn perfekt rein. Gut gemacht. 1-1 verdient. Ich glaube, wir sind vor allem in der Defensive schwach auf der Linie und bei langsamen Bällen unsere Hauptprobleme. Zudem kommen noch 100 andere Sachen, die ich jetzt mal nicht aufzählen will. Zum Beispiel, dass man daneben fliegt und dann das Gegentor kassiert. Mist. Ja, dabei, den muss ich haben. Ganz einfach, den muss ich haben. 2-1 hinten. Anstoß gut. Gut für uns. Haben wir zusammen irgendwie aufs Tor geschlagen. Wollte ich bloß irgendwie ablenken. Hätte ich auch besser machen können. Die tackelt sich gegenseitig weg, bis jetzt unsere Chance kommt. Weiter nach vorne den Ball. Aber er klärt ihn. Oh, da hat er auch nochmal schön abgeblockt. Und den muss ich... Hab ich unterschätzt. Den habe ich unterschätzt, den Ball. Mein Fehler wieder. Ich habe nicht gedacht, dass der so vors Tor kommt. Man kann da nur noch rückwärts fahren. Hätte ich nach hinten hüpfen müssen. Mist. Naja, 3-1 hinten. Noch nichts verloren. 2 Minuten noch. Das ist noch eine Menge Zeit im Spiel. Müssen nur mal anfangen, offensiv besser zu werden. Also gefährlicher. Mehr Chancen zu arbeiten. Und defensiv. Naja, auch mal Bälle abwehren. Ah, der ist zu schnell für mich. Da komme ich nicht mehr gescheit dahinter. Oh, habe ihn aber weggeblockt. Und habe ich auf den Weg gestanden. Jetzt aber beide vorne. Das muss unsere Chance sein. Der muss drin sein. Hüpft sogar vorbei. Und wir machen ihn rein. Perfekt. Ich glaube, ich habe sogar meine Freunde dagegen geschubst. Um das Tor zu machen.
Ja, irgendwie sind wir zusammen mit dem Ball reingeflogen. Aber egal, 3-2. Geht noch was, 1-30, komm. Brauchen noch ein bisschen Glück. Ein, zwei Chancen und defensiv gut stehen, dann sollte das doch machbar sein. Oder der Ball gelaggt, meiner Meinung nach. Ja, nee. Nein, der war schlecht, der war schlecht. Auch da hat der Ball gelaggt. Ist ungünstig, wenn er jetzt in so einer wichtigen Phase des Spiels anfängt zu laggen, der Ball. Ja, ich habe ihn berührt. Komm, 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 komm. War der so langsam, der Ball? Gibt den Gegnern Zeit. Nein, daneben geflogen ist sie. Wir haben noch Chancen. Definitiv. Oh, danke für den Doppelpass. Aber der geht nicht rein. Oh, jetzt sind wir in der Rückwärtsbewegung. Wir müssen da noch versuchen, den Ball zu klären. Risiko, komm, Risiko. Ist er drin? Yes, der ist drin. 3-3. Bin ich Risiko gegangen, entweder erwische ich den Ball oder wir kriegen halt das Tor. Wenn er rankommt, bin ich komplett aus dem Spiel raus. Aber 3-3 wurden belohnt. Musste auch Risiko gehen, 20 Sekunden Verschluss. Und hoffentlich können wir noch das Tor schießen oder aber in die Verlängerung uns retten und da das entscheidende Tor schießen. Oder brauchen wir das gar nicht mehr? Komm, das drin, das drin. Nein, nein. So knapp, aber der geht auch nicht rein. Verlängerung. Wir hatten es auf dem Schlappen. Auf den Rädern hatten wir es. Wir haben es nicht gemacht, kurz vor Schluss. Aber das muss doch jetzt drin sein. Also ich glaube, seit 3 Minuten haben wir keine Defensivarbeit mehr leisten müssen, wirklich. Wäre natürlich schade, wenn wir jetzt dann einen Lucky Shot bekommen in der Nachspielzeit oder Verlängerung. Oh, da wurde ich zerstört. Ja, aber die machen da hinten Faxen wie sonst was. Aber haben die doch noch unter Kontrolle. Oh, der kommt blöd auf mich. Aber den mache ich doch rein, der ist doch drin, der ist doch drin. Bitte, 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 bitte. Yes! Ein Luckshot vor dem Herrn. Ich wollte ihn nur klären, um unser Tor zu verteidigen. Das muss ich ehrlich zugeben. Der war nicht so geplant, aber ich wollte ihn halbwegs Richtung Tor bringen, dass er so gut kommt. Luck. Aber den nehmen wir mit in den Sieg. 4-3 gewonnen. Super. Ein hartes Stück Arbeit, aber ich würde sagen, verdient. Gegner waren auch nicht schlecht, hat Spaß gemacht. Und ich glaube, wir sind immer noch Silber. Liga 1 oder sowas, würden wir ja gleich, glaube ich, sehen. Noch ein paar Sachen bekommen. Und welcher Rang sind wir? Silber 2, wenn ich das recht sehe. Ja, Silber 2, Liga 2 jetzt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich zur zweiten Folge. Und da sind wir dann auch schon wieder mit dem zweiten Spiel in dieser Folge. Los! Erste Partie haben wir gewinnen können gerade eben. Und der Ball kommt schon so perfekt, den muss ich machen. Aber er klärt ihn. Oh, der war genauso gut geklärt. Richtig stark. Schade. Ich habe keinen Druck hinter dem Ball bekommen. Ich versuche immer noch rückwärts dahin zu fahren. Sollte ich mir abgewöhnen, ehrlich. Aber da bin ich noch mit der Autobeherrschung nicht gut genug. Warum den habe ich doch irgendwie wegbekommen von ihm? Scheiße. Aber irgendwie doch noch wegbekommen den Ball. Ich lege ihn aber dann mit dem Gegner vor. Aber meine Freundin ist zum Glück noch da. Und
Wegschlagen des Balles. Das war richtig schlecht. Rein vorbeigeflogen. Aber es war bloß zur Ablenkung. Reine Ablenkung. Damit ich jetzt das Tor machen kann. Komm. Nein, wieder geklärt. Das gibt's nicht. Zweimal auf der Linie geklärt schon. Das gibt es nicht. Und wenn er drin ist, dann haben wir Pech. Aber nein. Oh, in der Luft zerstört. Ja, die versprechen wir uns auch besser ab, auf jeden Fall. Aber der war stark geschossen. Da machst du nix. Ich hab gedacht, an die Latte, Unterkante und dann rein. Schade. 1-0 hinten. Aber das heißt noch lange nichts. Erstmal in die Ecke. Und er bringt ihn selber nach vorne, vor das eigene Tor. Hat ihn aber dann gut geklärt. Das war schlecht von mir. Wurde ich zerstört. Schlecht. Vor allem, wenn der Ball so hoch kommt. Ja. 0-2. Schade. Ja, er hat mich zerstört und sein Kumpel hat dann die Chance genutzt. Gutes Tor auf jeden Fall. Die beiden sind stark, auch wenn der erste Schuss ein bisschen glücklich auch war. Habe ich da schön ins Ecke bolzt den Ball. Brauchen wir jetzt auf jeden Fall mal das Anschlusstor. Ich würde sagen, das haben wir uns durchaus verdient und an die Latte, komm. Komm, drei echt gute Chancen, davon kein Tor. Natürlich äußerst bescheiden. Wir müssen jetzt einfach defensiv keine Fehler mehr machen. Und offensiv machen wir schon noch ein, zwei Tore. Gerade wenn er so schön nach unten fliegt. Er ihn so perfekt weiterleitet für uns, aber wir uns gegenseitig wegtackeln und ich gekillt werde. Danke. Was machen die da hinten? Danke, Leute, für den Ball. Oh, da habe ich meiner Freundin den Ball geklaut. Unabsichtlich. Okay. Das ist scheiße. Oh Mann, 3-0 hinten. Ich verteidige hier ihn. Vom Ticken zu spät. Habe ihn zerstört, aber. Nein. Sagen wir mal so, sie sind eiskalt vom Tor. Dementsprechend auch gut, aber da können sie jetzt nichts mehr machen. Aber ich schieße daneben. Ich. Mega Honk. Das war die vierte Großchance. Die wir nicht nutzen. Da musste aber nicht mal einer reingehen, aber so nicht, wenn man daneben fliegt. Aber jetzt hat. Jawohl. Endlich bei der fünften Großchance das 1-3. Nach einem Fehler vom Gegenspieler. Würde ich sagen, bleibt defensiv. 1,20. Ist wenig Zeit. Oh, den können wir auch noch machen. Der war auch so schön frei. Oh, aber der kommt dafür perfekt. Komm, der geht rein. Jawohl, lucky, aber das 2-3. Wir kommen wieder ran. 100%igen nehmen wir nicht. Dafür nehmen wir mal solche 2%igen. Nehme ich aber auch gerne an. Somit nur noch ein Tor Rückstand. Eine Minute noch knapp. Und es wäre sehr schön, wenn wir zwei Folgen, zwei Tore. Komm, machst du. Jawohl, 3-3. Innerhalb von 20 Sekunden, glaube ich, oder 30, haben wir jetzt 2-3 Tore geschossen. Und wir sind wieder im Spiel. 3-3.
Hätten wir noch die 100%igen gemacht am Anfang, würden wir sogar führen. So, los, weiter konzentriert bleiben. Oh, der kommt schön vor die Kiste. Ah, den muss ich machen. Da habe ich zu viel Zeit zum Überlegen gehabt. Und auch hier wieder auf der Linie. Kann nicht wahr sein. Aber er klärt ihn. Vorne die 100%ige für uns. Und dann kriegt er die 100%ige. Und beide machen sie nicht. Wir gehen natürlich jetzt volles Risiko. Hier aber glaube ich auch, so wie das ausschaut zumindest. Oh, da hat er mich ausgetrickst. Da hat er meine Freundin ausgetrickst. Und da bin ich daneben geflogen, aber sie klären ihn zum Glück selber. Nein, 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 nein. Oh Gott. Jetzt haben sie die Gasse 100%ig, die sie versemmeln. Das riecht auch wieder nach Verlängerung. Zweimal Verlängerung. Eieieiei. Werden wir auch hier glücklich gewinnen? Auf jeden Fall ein schönes, cooles Match. Das hat so eindeutig ausgesehen. Aber am Ende dann doch bis jetzt ausgeglichen. So kurz vor Schluss haben wir uns dazu gekämpft. Nein. Das war unlucky. Wenn ihr den so machen wollten, Respekt. Er schießt seinen Kumpel an und der auf Tor. Naja, sie waren 3-0 vorne. Am Ende haben sie uns wegen an die Wand gedrückt. Da hätten sie noch ein, zwei hundertprozentige haben können. Am Anfang hätten wir hier haben können. Letztendlich würde ich sagen, zwei gleichwertige Teams. Und am Ende ein glücklicher Gewinner und ein etwas unglücklicher Verlierer. Aber Spaß gemacht hat's. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und haut rein!